Die Freude ist groß. Der Weltladen präsentiert sich jetzt in bester Lage. Aber nicht nur das. Die Räume sind deutlich größer und es gibt viel Platz, um die Produkte zu lagern und den Kunden zu zeigen. Da sind auch ein paar Neuheiten dazugekommen. Was jetzt ganz neu im Sortiment ist, sind faire Kleidungsstücke. Und da freuen wir uns sehr, dass wir eine sehr bunte, schöne Palette an Kleidung anbieten können. Unter anderem auch Accessoires wie Socken oder Pyjamas, die uns alle selber sehr gut gefallen. Neben den Produkten hat der Laden jetzt außerdem auch einen barrierefreien Zugang. Seit über 40 Jahren besteht die Weltbrücke in Eichstätt. Ein halbes Jahr arbeiteten die Verantwortlichen unter Hochdruck am Umzug. Und es hat sich gelohnt. Ich war ja vorher schon im alten Weltladen, also wo er vorher war, aber hier ist super. Der Laden ist spitzenmäßig, er schaut gut aus, es gibt eine super Auswahl an tollen Kunstgegenständen, aber auch Lebensmitteln. Ich bin richtig begeistert. So schön zentral jetzt hier, man fällt praktisch hinein und so viele schöne Sachen. Weltläden verkaufen nicht nur Waren, sondern informieren die Öffentlichkeit über die Produkte, die Besonderheit des Herkunftslandes, die Menschen, die sie erzeugen, deren Ideen und Leistungen. Die zentrale Lage, eine Bereicherung für die Stadt Eichstätt. Das ist, glaube ich, ein ganz tolles Signal für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für alle, die nach Eichstätt kommen, dass quasi das Thema auch fairer Handel, faire Produktion hier am Marktplatz, direkt neben unserem Rathaus auch quasi als neue Nachbarn, hier seinen Platz findet und, glaube ich, von da aus auch ein Signal in die Gesellschaft schickt. Ein Ort für eine gerechte Welt, das findet man ab jetzt am Marktplatz in Eichstätt.